Greetings and welcome. Well, I welcome each of you. I'm very delighted to be able to meet you. So that would be my pleasure to see you in the European Parliament, but current circumstances, unfortunately, they permit me to do so. Ich bin froh, dass wir den Ausgangsraum gefunden haben mit Ihrer Hilfe, dass wir hier rein dürfen und dass die Veranstaltungen nicht abgesagt werden müssen. I am happy to see that we have found another location and that the event be cancelled. Denn immerhin gibt es nun Start International 12 Jahre und innerhalb dieser 12 Jahre kann man auf 12 Jahre Erfolg zurückblicken. Die Vernetzung, die stattgefunden hat in den letzten Jahren, gibt es in kaum einen anderen Verband, Verein oder sonstiges. So, Start International has been in existence for 12 years already. It's a success story. There's great networking opportunities being used, and there are not many organizations like yours who are capable to deliver the same results. Es ist bewundernswert, wenn ich mich aber anschaue, was alles geleistet wird. Und ich glaube, ich weiß, wovon ich spreche. Ja, ich meine Ausbildung an der Medizin für Neurologie gemacht habe, dann brauchst du auch eine Kamera dafür. I admire what is being done on a daily basis, and I can assure you, I do know what I'm talking about, because I have been, I have undergone vocational training, and I've been working in the health sector, and especially in neurology. Psychiatrische Neurologie. Psychiatrische Neurologie. Psychiatrie und Neurologie. Und da sind wir die Probleme durchaus bewusst. Traumata ist das Zukunftsthema. Nicht nur durch die Krisensituation in der Welt und durch die Flüchtlingskrise. And so I really do know what the problems are, and traumata is one of the most important issues to be tackled in the future, not only because of the refugee crisis, but weil unsere Gesellschaft immer schneller, immer komplexer, immer komplizierter für alle Menschen und vor allem auch für unsere Kinder. But it is important for our society as a whole, so it's not only because of the refugee crisis, but it's because our society is becoming ever faster, ever complex, and so it's important, it's an important subject to the whole of our society. Everybody is kind of concerned with the trauma. Wenn es uns als Politiker oder wenn es der Politik nicht gelingt, hier Rahmenbedingungen zu schaffen und vernünftig zu arbeiten auf diesem Sektor und Menschen aus ihren Traumata herauszuholen, beziehungsweise ihre Traumata zu heilen, dann laufen wir auf eine gesellschaftliche Entwicklung zu, die zukünftig kalt, roh, herzlos und emotionslos sein wird. And if we politicians do not manage to create a framework conditions that make it possible to work in the field of fighting traumata or not fighting healing traumata, what would be a better expression, then we will face a society in the future that will be cold, without empathy, without care, without feelings. Neben den Traumata, die durch Unfälle, durch Krieg, durch Missbrauch, durch was auch immer entstehen, entstehen zusätzliche Traumata, die wir gar nicht mitbekommen bei Kindern, und zwar durch das World Wide Web. In addition to trauma caused by accidents, abuse, war, and whatever difficult situations, there are new trauma that we will have to face as well, and that's the trauma caused by the World Wide Web. Und das ist nicht zu unterschätzen, wie viele kleine Seelen hier zerstört werden, tagtäglich in Wohnzimmerstuben, in Arbeitszimmern. We must not we must not underestimate how many little souls are getting traumatized in our living rooms, in our working spaces, day by day. Die Eltern, Großeltern, Geschwister nicht mehr mitbekommen, weil die in so einer
beschleunigt die Zeit leben. And the parents, the grandparents, the brothers and sisters, they don't even see that these little cells, these little children and children are getting traumatized because we are living in an ever faster world and they don't have the time to take care and to see what is happening. Daher muss auch der Ansatz sein, die Eucharistik tätig zu machen, nach dem Motto, schaut drin, nehmt euch die Zeit, sprecht mit euren Kindern, seid für eure Kinder da. Es geht nur über den Weg der Liebe, um auch zu erkennen, ob eventuell Traumata vorliegen, die behandelt werden müssen. And that's why we absolutely must make sure that we tell the parents to have a look, to see what is happening, to talk to the children, to take their time, to take good care of the children. The way of caretaking and love is the only one to see what is happening and to overcome what is happening. Ja, ich will jetzt ganz kurz zum Abschluss kommen, wenn man sich die Gesamtsituation in unserer Welt anschaut. Well, and to come to an end, if you have a look at the overall situation all over the world, then... Dann sieht man sehr schnell, dass gerade Traumata-Behandlung, das Erkennen von Traumata, damit wir maßnahmen, hier das Thema sind. Weil es ist gesellschaftsbedrohend, wenn Traumata nicht behandelt werden und nicht rechtzeitig erkannt werden. Es zerstört Seelen, es zerstört unser aller Miteinander und es zerstört die gesellschaftlichen Strukturen. Und daher ist es das Zukunftsthema schlechthin. Und daher bin ich dankbar, dass heute diese Veranstaltung hier stattfinden kann. Must see that recognition, recognizing and prevention and overcoming trauma is really the issue of the future, because trauma threaten our overall society. It's about little cells that are being destroyed, but in the end it's the whole societal structure, the living together that is being concerned and destroyed. And that's why I want to thank you for having the opportunity to meet you today, and that's why I want to thank you for your work. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you.